Verehrte Damen und Herren, liebe Österreicherinnen und Österreicher, seit dem Tag, an dem ich begonnen habe, mich politisch zu engagieren, habe ich immer versucht, meinen Beitrag für unser Österreich zu leisten. In den letzten 10 Jahren durfte ich als Staatssekretär, als Außenminister und zuletzt als Bundeskanzler unserem wunderschönen Land dienen. Insbesondere die letzten 1,5 Jahre, das haben Sie alle mitverfolgt, waren extrem fordernd für die gesamte Bundesregierung und insbesondere für mich. Denn wir haben gemeinsam unser Bestes gegeben, die Pandemie zu bekämpfen, die Wirtschaft zu stabilisieren und Arbeitsplätze zu retten. Der österreichische Bundeskanzler trat zurück, obwohl er die Korruptionsvorwürfe zurückgewiesen hatte, um seinen Namen reinzuwaschen. Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz ist wegen Korruptionsvorwürfen zurückgetreten. Außenminister Alexander Schallenberg wird Kurz ersetzen, der die Vorwürfe zurückgewiesen hat. In einer im Fernsehen übertragenen Erklärung sagte Kurz, er werde der Vorsitzende der ÖVP im österreichischen Parlament sein und kämpfen, um seinen Namen reinzuwaschen.